Bereits zum zweiten Mal nach 1993 war Horad Start und Ziel der Frühlingswanderung, mit der in der Region traditionell die Tourismussaison eröffnet wird. Bei der 17. Auflage erwartete die über 500 Fußreisenden eine Überraschung. Die Römer waren wieder da. Morgens lief noch alles wie gewohnt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thalfang, Hans-Dieter Delvo, begrüßte die Gäste an der Hochwaldhalle. An einem Stand gab es neben den Bons fürs Bauernfrühstück auch so manchen kurzen. Die Jagdhornbläser Thalfang gaben das Signal zum Aufbruch. Der Schirmherr Raimund Loschetter von der Firma Sotralenz, die in Horad das Drahtwerk betreibt, sieht in Industrie und Tourismus keinen Widerspruch. Er führte die Wanderer mitten durchs Werk, wo auch am Samstag trotz Wirtschaftskrise gearbeitet wurde. Am Sportplatz überprüfte ein römischer Soldat die Frühstücksbons. Die Milites Bedensis aus Bitburg und Vigilia Romana Vintriacum aus Windrich hatten ihr Heerlager aufgeschlagen. Mit 15 Kilogramm Rüstung und Waffen wurde exerziert und Angriffe gestartet. Alle Kommandos wurden auch in lateinischer Sprache gebrüllt. Da hatten es die Wanderer einfacher, denn sie konnten sich das Schritttempo selbst gestalten.